Wir werden uns in diesem Video Spuren der Entstehung eines Ozeans anschauen. Diese Spuren finden wir einerseits in Gesteinen, die stark zerbrochen sind. Weiter werden wir kilometermächtige Sedimente, welche in einem tiefen Becken abgelagert wurden, mit sehr geringmächtigen Sedimenten, die auf Hochzonen abgelagert wurden, miteinander vergleichen. Auf diese Weise werden wir einen Teil der Geschichte des Ozeans zusammen mit Ivan rekonstruieren. Bereits im letzten Video haben wir diskutiert, dass das Gebiet des heutigen Alpenraums in der Jurazeit von einem Meer überflutet wurde. Wir sehen hier die Situation zu Beginn der Jurazeit vor 200 Millionen Jahren. Im Bereich des Alpenraums bricht ein Teil Pangäas auseinander in einen Nord- und einen Südteil. Dadurch öffnet sich ein Ozean zwischen diesen beiden Kontinenten, der Piemont-Ligurische Ozean. Wir sehen hier die weitere Entwicklung vor 180 Millionen Jahren sowie vor 150 Millionen Jahren am Ende der Jurazeit. Wenn wir dasselbe im Querschnitt anschauen, sehen wir, dass vor 200 Millionen Jahren innerhalb des Großkontinents Pangäa Dehnungsbewegungen in Form von Brüchen sichtbar werden. Entlang der Brüche gleiten die einzelnen Blöcke voneinander weg, wodurch sich Gräben bilden. Zu dieser Zeit wird vorerst nur die kontinentale Kruste gedehnt. Erst später, vor etwa 180 Millionen Jahren, bricht Pangäa im Bereich des Alpenraums auseinander, in Adria im Süden und Eurasien im Norden. Zwischen den beiden Kontinenten kommt es zur Bildung ozeanischer Kruste. Der Prozess der Bildung ozeanischer Kruste wird Seafloor Spreading genannt. Wenn ein Kontinent auseinanderbricht, gehen wir folglich von einer Rifting-Phase in Spreading über. Was uns in diesem Video interessiert, ist die zuerst einsetzende Dehnung der kontinentalen Kruste, also das Rifting. Das Seafloor Spreading wird dann das Thema des nächsten Videos sein. Wir sind heute im Tessin unterwegs. Wir schauen uns zuerst Aufschlüsse bei Arzo an und danach gehen wir in die Breccia-Schlucht. Dieses Gebiet ist sehr interessant, denn wir befinden uns hier genau im Bereich eines Grabens, der sich in der Jurazeit bildete. Bei Arzo haben wir die Gesteine von der Schulter des Grabens und in der Breccia-Schlucht finden wir die Gesteine der Grabenfüllung. Wir sind hier in der Nähe von Arzo. In diesem Steinbruch wurde eine Breccia abgebaut, welche lokal Macchiavecchia genannt wird. Diese Breccia wurde als Baustein und als Dekorationsstein verwendet. In der Breccia sehen wir Klassen verschiedener Größe. Um die Klassen herum hat es Spaltenfüllungen, die verschiedene Farben haben und sich gegenseitig durchschlagen. Wenn wir uns das Stück von nahem anschauen, dann sehen wir, dass die gräulichen Klasten zuerst von diesen hellen, weißen Spaltenfüllungen durchzogen wurden. Danach bildeten sich diese gelblichen Spaltenfüllungen hier, welche dann wiederum zerbrochen wurden, wie wir in diesem Stück sehen. Zum Schluss bildete sich dann diese rötliche Füllung. Wir haben also mehrere Generationen von Spaltenfüllungen in diesem Gestein. Wir haben hier ganz schöne Blöcke dieser Breccia, die direkt aus dem Steinbruch stammen. Aber auch im normalen Aufschluss können wir die Spalten, die durch dieses Gestein ziehen, sehr gut erkennen. Die einzelnen Klasten dieser Breccia bilden ein graues Gestein, welches im Kontakt mit Salzsäure leicht sprudelt. Folglich handelt es sich hierbei um Klasten aus Dolomitgestein. Ivan, wie sind denn diese Dolomitgesteine entstanden? Diese Dolomitgesteine gehören zum Hauptdolomit. Der Hauptdolomit bildete sich in der späten Triaszeit in einem flachen Meer. Hier bei Arzo ist der Hauptdolomit ungefähr 400 Meter mächtig. An anderen Orten der Südalpen kann er über 1 bis 2 Kilometer mächtig werden. Wir sind hier im oberen Bereich des Hauptdolomits, wo dieser präziiert und von Spaltenfüllungen durchzogen ist. In Frick wurden zur gleichen Zeit die Ablagerungen des Gruhalde-Members gebildet, welches festländische Ablagerungen repräsentiert. Hier weiter im Süden wurden zur gleichen Zeit hunderte von Metern Carbonat abgelagert. Dass der Hauptdolomit hier so stark zerbrochen ist, deutet ja auf einiges an Bewegung hin. Was ist denn hier passiert?
Am Ende der Triaszeit begann sich der Kontinent zu dehnen. Wir sind hier in dem Bereich, der zum nördlichen Rand des Adriatischen Kontinents wird. Durch die Dehnung bildeten sich viele Abschiebungen in der kontinentalen Kruste, entlang derer die Kruste in einzelne Blöcke zerstückelt wurde. Einzelne Blöcke senkten sich ab, wodurch tiefe Gräben entstanden. Wir befinden uns hier bei Azo ganz nahe an einer solchen Abschiebung, die im Detail natürlich aus zahlreichen kleineren und größeren Brüchen besteht. Durch die Bewegung, die hier ganz in der Nähe stattgefunden hat, wurde der Hauptdolomit über Jahrmillionen immer wieder zerrissen. Es bildeten sich Spalten, die anschließend mit Sediment verfüllt und verfestigt wurden. Dann bildeten sich wieder neue Spalten, die ebenfalls verfüllt und verfestigt wurden. So entstand ein Gestein, in welchem wir mehrere Generationen von Spalten erkennen können. Zum Teil finden wir in den Spalten Fossilien von Meerestieren. Folglich fand der ganze Prozess der Spaltenbildung unter Wasser statt. Eine schöne Platte dieses Gesteins finden wir übrigens im Eingangsbereich des Focus Terra Museums im NO-Gebäude. Dort sieht man die verschiedenen Generationen von Spalten sehr schön. In dem Block sehen wir Brachiopoden, das sind muschelähnliche Tiere. Und hier sehen wir einige Stielglieder von Seelilien. Im Querschnitt sind sie sternförmig und im Längsschnitt rechteckig. Über dem brekzierten Hauptdolomit folgt die Moltrasio-Formation. Sie besteht aus kieseligen Kalken, also Kalke, die SiO2 enthalten. Diese Kalke entstanden im frühen Jura und sind hier bei Arzo nur wenige Zentimeter mächtig. Etwas weiter östlich von hier am Monte Generoso ist die gleiche Formation bis zu 4 Kilometer mächtig. Die Mächtigkeit der Moltrasio-Formation schwankt hier also auf kürzeste Distanzen extrem stark. Wir schauen uns nun einen Teil dieser mächtigen östlichen Abfolge in der Breccia-Schlucht an. Wir sind nun in der Breccia-Schlucht und sitzen hier auf der Moltrasio-Formation. Diese Gesteine liegen über dem Hauptdolomit, den wir vorhin in Arzo gesehen haben. Ivan, was sind denn das für Gesteine hier? Es sind kieselige Kalke. Sie bestehen hauptsächlich aus Carbonat mit Kiesellagen und Kieselknollen, daher die Bezeichnung kieselig. Das SiO2 könnte ursprünglich von Organismen mit kieseligem Skelett oder aber aus vulkanischen Aschelagen stammen. Wir können hier die Schichtung sehr schön sehen. Die dicken, herauswitternden Schichten bestehen aus massigem, kieseligem Kalk. Dazwischen haben wir dünne Mergellagen. Diese Gesteinsabfolgen sind Ablagerungen von Turbiditäts- oder Trübeströmen. Das sind Sedimentlawinen unter Wasser, die hier in einem tiefen Becken abgelagert wurden. Die Moltrasio-Formation ist in diesem Gebiet ungefähr 4 Kilometer mächtig. Was ist denn der Zusammenhang zwischen der Moltrasio-Formation, die hier bis zu 4 Kilometer mächtig ist, und derselben Formation bei Arzo, wo diese viel, viel dünner ist? In Arzo haben wir den brekzierten Hauptdolomit gesehen und gesagt, dass dies ein Zeichen der Dehnung der Kruste sei. Durch die Dehnung bildeten sich Abschiebungen und eine davon bei Arzo. Arzo befand sich dabei auf der Schulter der Abschiebung und senkte sich daher kaum ab bzw. wurde vielleicht sogar gehoben. Auf der Schulter wurde wenig Sediment abgelagert und daher ist die Moltrasio-Formation bei Arzo vergleichsweise dünn. Zur selben Zeit entstand östlich der Abschiebung ein tiefes Becken, welches sich reichlich mit Sediment gefüllt hat. Daher ist dieselbe gleich alte Moltrasio-Formation am Monte Generoso viel mächtiger als in Arzo. Wir haben hier also ein sehr eindrückliches Beispiel einer Abschiebung mit der Bildung eines Grabens. Wir finden in Arzo die Gesteine der Schulter des Grabens und am Monte Generoso bzw. hier in der Breccia-Schlucht finden wir die Grabenfüllung. Die Abschiebung lässt sich über größere Distanzen verfolgen und wird Lugano-Linie genannt. In unserem Gebiet verläuft die Linie etwa Nord-Süd. Weiter im Norden biegt sie um in eine West-Ost-Richtung. Die Moltrasio-Formation entstand im frühen Jura. Wir gehen nun etwas weiter nach unten der Breccia-Schlucht entlang
und schauen, was wir über der Moltrasio-Formation finden. Auf der Moltrasio-Formation liegt der Rosso Ammonitico, welchen wir hier im Bachbett sehr schön erkennen können. Es handelt sich um rötliche Kalksteine und Mergel, welche viele Ammoniten enthalten. Sie wurden im frühen und mittleren Jura gebildet. Hier sehen wir einen solchen Ammoniten. Hier ein weiteres Stück aus der Sammlung. Er lebte vor etwa 170 bis 180 Millionen Jahren. Der Rosso Ammonitico ist nur wenige Zentimeter mächtig und das sowohl in der Breccia-Schlucht als auch bei Arzo. Die Formation ist also auf beiden Seiten der Abschiebung ungefähr gleichmächtig. Das bedeutet, dass die Bewegung entlang der Abschiebung zur Zeit des Rosso Ammonitico nicht mehr aktiv war. Wäre sie noch aktiv gewesen, dann wäre der Rosso Ammonitico in der Breccia-Schlucht deutlich mächtiger als in Arzo. Der Rosso Ammonitico bildete sich in einem tiefen Meer. Davon zeugen unter anderem die Ammoniten, welche im offenen Ozean lebten, sowie die geringen Sedimentationsraten. Wir können aus all dem schließen, dass am Ende der Bewegung entlang der Abschiebung sich das ganze Gebiet absenkte. Folglich setzte sich die Dehnung und die Absenkung der kontinentalen Kruste weiter fort, auch wenn die Abschiebung bei Arzo nicht mehr aktiv war. Auf den Rosso Ammonitico folgt der lombardische Radiolarit. Dieses Gestein ist sehr hart und besteht nicht aus Kalk, sondern aus SiO2, also Kieselsäure. Was sagen uns denn die Radiolarite über die weitere Entwicklung dieses Gebiets? Das Gebiet hat sich weiter abgesenkt, denn Radiolarite sind typische Anzeichen für Tiefseeablagerungen. Sie entstehen, wenn der Meeresboden so tief liegt, dass kein Carbonat mehr abgelagert wird. Denn ab einer gewissen Meerestiefe, der sogenannten Kalzit-Kompensationstiefe, wird sämtliches Carbonat im Meerwasser aufgelöst. Unter der Kalzit-Kompensationstiefe werden unter bestimmten Voraussetzungen SiO2-reiche Sedimente gebildet. Die Radiolarite bestehen aus Reste von Kleinstlebewesen, sogenannten Radiolarien, deren Skelette aus Kieselsäure bestehen und somit in der Tiefsee nicht aufgelöst werden. Die Sedimentation in einem solchen Milieu ist sehr langsam. Daher steckt in Radiolaritlagen sehr viel Zeit. Viel mehr Zeit als in einer gleichmächtigen Lage von Carbonatsedimenten. Der lombardische Radiolarit ist hier einige Zentimeter mächtig und erstreckt sich vom mittleren bis in den oberen Jura. Wir haben also etwa 20 Millionen Jahre in diesen Schichten. Der oberste Teil des lombardischen Radiolarits bildet der Abtüchenkalk. Aus Fossilien finden wir darin Kieferelemente von Ammoniten, welche man als Abtüchen bezeichnet. Wir sehen hier ein Stück davon. Wie kommt es denn, dass wir hier einen Friedhof von Ammonitenkiefern haben? Einige Ammonitenarten hatten verkalkte Kieferelemente, die sogenannten Abtüchen. Wir sehen hier einen fossilen Ammonit zusammen mit den Abtüchen. Dieses Fossil ist jedoch nicht von hier, sondern aus Bayern. Dass wir nur Abtüchen finden und keine Gehäuse, ist schon etwas speziell. Es ist so, dass Abtüchen und das Gehäuse von Ammoniten nicht aus demselben Material sind. Die Abtüchen sind aus Kalzit, während die Gehäuse der Ammoniten aus Aragonit sind. Kalzit und Aragonit sind beide Calciumcarbonat mit jedoch unterschiedlichen Kristallstrukturen. Die Kompensationstiefe von Carbonat ist für Kalzit und Aragonit unterschiedlich. Die Kalzit-Kompensationstiefe liegt tiefer als die Aragonit-Kompensationstiefe. Dass wir hier nur die Kalzit-Abtüchen finden, aber nicht die Aragonit-Gehäuse, bedeutet, dass wir uns zwar über der Kalzit-Kompensationstiefe befinden, aber noch unter der Aragonit-Kompensationstiefe. So wurden die Aragonit-Gehäuse aufgelöst, die Kalzit-Abtüchen jedoch nicht. Die letzte Einheit, die wir uns noch anschauen, ist die Maiolica lombarda, welche nach einer Schichtlücke auf den Abtüchenkalk folgt. Es sind helle Kalksteine mit einigen dunklen, tonigen Lagen dazwischen. Diese Kalksteine bestehen aus Skeletten von Kleinstlebewesen, hauptsächlich Kokolithen.
Wir befinden uns hier also immer noch über der Kalzitkompensationstiefe. Neben den hellen Kalksteinen finden wir in der Maiolica Lombarda auch dünne Lagen aus fast schwarzem, tonigem Gestein, welches organisches Material enthält. Diese Tone markieren Krisenzeiten, in denen die Sedimentation von Carbonat unterbrochen war. Die Krisen repräsentieren erhöhte CO2-Gehalte in der Atmosphäre, die möglicherweise durch Supervulkanausbrüche hervorgerufen wurden. Dadurch ist ein Großteil der Carbonatproduktion für einige Zeit verschwunden, wodurch wir nur noch feine Tone abgelagert haben, sowie organisches Material. Fassen wir zum Schluss kurz zusammen, was wir heute gesehen haben. Gegen Ende der Triaszeit begann sich der Kontinent im Bereich des heutigen Alpenraums langsam zu dehnen. Durch die Dehnung kam es zuerst zur Bildung von Abschiebungen in der kontinentalen Kruste. Zwischen den Abschiebungen entstanden Becken oder Gräben, welche mit zum Teil mehreren Kilometern Sediment gefüllt wurden. Bei Arzo befanden wir uns auf der Schulter eines solchen Grabens. Durch die Nähe zur Abschiebungsfläche wurde der Hauptdolomit bei Arzo immer wieder von Spalten durchschlagen, wodurch der Hauptdolomit stark brekziert wurde. In der Breccia-Schlucht konnten wir die Füllung des Grabens sehen. Sie besteht aus der bis zu 4 km mächtigen Moltrasio-Formation, welche bei Arzo auf den Grabenschultern lediglich eine Mächtigkeit von wenigen Metern bis 10 Metern hat. Nach der Ablagerung der Moltrasio-Formation endete die Bewegung entlang der Abschiebungsfläche. Die Dehnung der kontinentalen Kruste ging jedoch weiter. Und so begann sich das ganze Gebiet gegen Ende des frühen Juras langsam abzusenken. Und zwar so tief, dass zeitweise die Carbonatkompensationstiefe unterschritten wurde und es zur Bildung von Radiolariten kam. Später ging dann etwas weiter im Westen die Dehnung in Seafloor Spreading über und es kam zur Bildung ozeanischer Kruste. Und das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Bis dann!